Avant Techno ist bekannt für seine Multifunktionslader und jetzt stehen wir aber vor einer Maschine, die eine ganz besondere Maschine ist. 2016 hat Avant erstmals eine Handicap-Version auf den Markt gebracht und in der Zwischenzeit ist noch ordentlich was passiert. Thomas Sterkel, Geschäftsführer von Deutschland, was bietet diese Maschine? Was haben Sie jetzt alles unternommen? Ja, in der letzten Konsequenz haben wir die Maschine seit dem ersten Messeauftritt im Handicap-Bereich den Bedürfnissen oder den verschiedenen Behinderungsgraden nochmal angepasst. Das heißt, neben dem Drive Control, also dass ich die Maschine vorwärts-rückwärts bewege, nicht per Pedal, sondern über Kippschalter am 8-fach-Joystick, haben wir jetzt zusätzlich die Möglichkeit, je nach Kundenwunsch und Behinderungsgrad, diesen Sitz seitlich zur Maschine rauszufahren, sodass der Bediener direkt von seinem Rollstuhl in diesen Sitz einsteigen kann. Der ist also elektrisch verstellbar in der Höhe. Er schwenkt sich dann auch in die Maschine wieder ein und ist dort fest verankert. Und zusätzlich dazu noch, um seinen Rollstuhl mitzunehmen, gegenüber der ersten Version, wo ich das manuell reinheben musste, über einen halbautomatischen Galgenzug kann ich den Rollstuhl mit einer Aufnahme direkt in die Aufnahme hinter der Maschine hochnehmen, dort einrasten, festschnallen und habe immer einen sicheren Rollstuhl mit dabei. Bert Pein war maßgeblich mit an der Entwicklung beteiligt. Finde ich das richtig? Jawohl, Bert Pein ist eigentlich der Initiator der ganzen Geschichte, der mich vor 4 Jahren auf einer Messe auf der Agritechnica angesprochen hat und sagt, hey, eine tolle Maschine und die bietet eigentlich so von den Grunddingen schon mal genau das, was eigentlich im Handicap-Bereich auch uns weiterbringen würde und hat nicht locker gelassen. Aber uns hat natürlich sehr entgegengewirkt, dass jetzt mit der 200-Serie, mit dem neuen Modell, was wir seit 1,5 Jahren anbieten, auf diese Bedürfnisse im Handicap-Bereich direkt in der Konstruktion und auch Produktion Rücksicht genommen wurde, und so dass wir dieses Thema heute serienmäßig anbieten können. Es ist ja nicht nur interessant für Menschen mit einem Handicap, sondern es ist ja auch interessant für unsere immer älter werdende Gesellschaft. Also letztendlich kann ja auch die Maschine von einem Menschen ohne Handicap bedient werden. Ja, richtig. Die Maschine ist grundsätzlich weiterhin der Version Pedalbetrieb oder umschaltbar auf Handbetrieb, sodass selbst in Familien, wo es eben im Behindertenbereich Personen gibt, können die Maschinen nutzen, wie eben auch die Leute, die nicht behindert sind. Aber es ist auch das Thema, wir zielen hier nicht alleine auf diesen Handicap-Bereich an. Ich bin im Moment jetzt noch keine 60, aber ich möchte mich mit 80, 85, wenn meine Beine nicht mehr so wollen, als Handicap bezeichnet lassen. Also wir wollen auch hier der älter werdenden Gesellschaft die Möglichkeit bieten, die schon immer draußen waren, immer mit Maschinen zu tun hatten, auch später, auch im Alter, ihre Gelände, ihre Wiesen, ihren Garten, ihr Freizeitgelände mit einer Maschine zu pflegen, zu bedienen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt in die Zukunft, wo wir ja als Avant so ziemlich den ersten Schritt gemacht haben. Der hat 700 Kilo Eigengewicht, hebt 350 Kilo, 30 Liter Zusatzhydraulik, 1,40 Meter Hubhöhe. Das ist das Einstiegsmodell im Profibereich. Wir beginnen jetzt mit unserer sozusagen Butterbrotmaschine mit der 600er Serie. Es genau auf diese Thematik, wie wir es bei der 200 schon dargestellt haben, mit unserem Spezialpartner Sodermanns, der auf spezialisiert ist, Fahrzeugumbau, das zu realisieren. Und so werden wir zum Herbst hin, also zur Reha-Care in Düsseldorf, den Avant 635 komplett in dieser Handicap-Version für den absoluten Profibereich dann auch zur Verfügung zu stellen. Die sind wieder vollwertige Arbeitskräfte mit dieser umgebauten Maschine. Bert, vielleicht zeigst du uns einfach nochmal, wie du hier rauskommst und was das Besondere daran ist, an diesen technischen Finessen. Genau, also ich habe auch einen Gurt sozusagen, der mich jetzt im Becken noch so ein bisschen führt und hält. Und das gibt mir auch nochmal so ein bisschen Stabilität, weil der Mensch mit Handicap, mit eingeschränkter Mobilität und eingeschränkter Beinfunktion hat ein Stabilitätsproblem. Und das ist ganz wichtig, dass man einen schönen Sitz hat, der jetzt gut gepolstert ist, der auch eine Lordosenunterstützung hat, dass man eine gute Sitzposition hat und einfach eine gute Fahrergonomie dann auch dadurch hat. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir dann hier auch diese beiden Armlehnen. Die sind auch sehr gut sozusagen, gerade weil ich hier mit dem Joystick arbeite und hier die Fahrwippe habe. Und dass ich sozusagen einen Auflagepunkt für den Arm habe und dadurch auch stabil in der Ansteuerung bin und nicht im Freien so rumzuckeln. So, ne? Mhm. Und ich habe ja hier alle Funktionen drauf, die Fahrfunktion vorwärts, rückwärts und dann eben halt die Hubarmgeschichten und
Dann nochmal die Punkte, sozusagen die zusätzliche hydraulische Ansteuerung für Anbaugeräte. Mhm. Ne? Und da ist es auch ganz wichtig, dass ich sozusagen auch die Anbaugeräte selber an- und abkuppeln kann. Und auch wir haben ja über 50 Anbaugeräte für den Kleinen. Und da ist es, ja, da kann ich die ganze Bandbreite schöpfen. Kann ich mal zeigen. Genau. Dann fahre ich ihn hoch, dass er frei ist. Ja. Ich schwenke ihn rum. So. Und dann kann ich ihn runterfahren. Vielen sind 185 Bar. Wenn das jetzt einzelne, ja. Da hätte ich arge Schwierigkeiten, die da reinzustecken, vom Handling alles vom Rollstuhl raus. Aber da das jetzt ein Multikoppler ist mit einem Einzugssystem, brauche ich hier nur die Entriegelung zu drücken und den Einzug zu lösen. Und dann kann ich die Kuppeleinheit rausnehmen, mhm, und halt die Maschine wechseln. Ja, setze ich ihn hier gegen. Und einfach mal zu zeigen, welche Kraft ich benötige. Ne? Ja, ein Finger. Also ein Finger. Also wir haben auch schon die ersten Kostenträger, die diese Maschine bis zu 80% übernommen haben von den Kosten. Mhm.